Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Anleitungsvideo von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die runde Ferse strickt. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen, wie man eine Ferse stricken kann. Die bekannteste ist die Käppchenferse, aber auch die Boomerangferse. Die Käppchenferse habe ich euch bereits in mehreren unterschiedlichen Videos hier bei mir gezeigt. Und heute möchte ich euch, wie gesagt, die runde Ferse zeigen. Die ist noch nicht ganz so bekannt. Aber es gibt schon einige auch, die Sie bereits kennen und ich möchte sie euch heute erklären. Und ich verwende hier ganz normales Sockengarn und auch die Crazy Trio Nadeln. Und beides ist erhältlich über meinen Shop, direkt über den Link in der Infobox unter diesem Video. Könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr möchtet. Und ich verwende es lieber als das normale Nadelspiel, weil es einfacher geht. Und man hat weniger Nadeln, weniger Tüftelei. Und ich bin zufriedener mit diesen Crazy Trio Nadeln. Wenn ihr aber mit einem ganz normalen Nadelspiel strickt, könnt ihr natürlich auch die runde Ferse stricken. Es ist wichtig, dass alle Maschen von Nadel 4 und Nadel 1 auf eine Nadel geschoben werden. Also so wie es hier bereits ist, dass ich hier diese Maschen alle auf einer Nadel habe. Das ist beim Crazy Trio natürlich viel einfacher, weil das von vornherein ja nur zwei Nadeln sind und deshalb dann schon die besagten Maschen immer auf einer Nadel sind. Und deshalb brauche ich hier nichts weiter zu tun und kann dann gleich loslegen. Wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und genau das wollen wir jetzt an dieser Stelle auch. Und los geht's. Wie ihr seht, habe ich hier bereits das Bündchen fertig gestrickt. Ich möchte keinen Schaft stricken, weil das sollen hier Sneakersocken werden. Und deshalb kann ich euch sofort die Ferse beginnen zu erklären. So, also ich hoffe, ihr habt bereits, wenn ihr mit dem traditionellen Nadelspiel strickt, die Maschen von Nadel 4 und Nadel 1 auf eine Nadel gestrickt, auf eine Nadel geschoben. So, die Ferse wird weitestgehend in rechten Maschen gestrickt, zumindest die Hinreihen. Die Hinreihen sind immer hier die vorderen Reihen. Und da stricke ich jetzt erstmal die komplette Seite hier mit rechten Maschen, bis ich am Ende angekommen bin. Weil die Ferse wird natürlich vorerst in Reihen gestrickt. Und das machen wir hier dann natürlich auch. Also jede Masche wird als rechte Masche gestrickt. Dann wird die Arbeit gewendet. Das heißt, wir stricken jetzt Rückreihen. Und hierfür beginnen wir auch mit einer rechten Masche. Also die erste und die letzte Masche in den Rückreihen wird auch als rechte Masche gestrickt. Und die restlichen Maschen dazwischen, die werden als linke Maschen gestrickt. Nur die erste und die letzte Masche in den Rückreihen als rechte Maschen. Und das Ganze macht ihr dann über mehrere Reihen. Ich stricke jetzt erstmal vor und sage euch dann gleich dazu, wie viele Reihen ihr in etwa benötigt für eure jeweilige Größe. Denn natürlich ist diese Ferse für jede Schuhgröße verwendbar. Da ist jetzt keine Schuhgröße von ausgenommen. Aber wie gesagt, ich arbeite jetzt erstmal ein bisschen vor, weil es geht auch darum, dass ich etwas zum Zeigen brauche, worauf ihr dann achten müsst.
um euch dann die weiteren Schritte zu erklären. So, jetzt bin ich hier gleich am Ende der Rückreihe angekommen und mache hier zum Abschluss dann die rechte Masche. Dann wird die Arbeit wieder gewendet und dann wieder durchgehend rechte Maschen gestrickt und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich arbeite jetzt vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier entsprechend vorgearbeitet und wie ihr hoffentlich erkennen könnt, habe ich hier an der Seite so ein paar Nupsis, auch Perlen genannt. Das habe ich erreicht, indem ich die erste und die letzte Masche jeweils immer mit rechten Maschen gestrickt habe. Es ist auf beiden Seiten gleich. Hier vorne ist es auch auf dieser Seite. Kann man es vielleicht auch noch mal ganz genau erkennen. Und wie viele von diesen Nupsis brauche ich für die jeweilige Größe? Ihr habt ja hier eine gewisse Maschenanzahl auf der Nadel und ich habe hier insgesamt 32 Maschen und es wird die ein Viertel Perlen oder Nupsis benötigt wie die Anzahl der Maschen. Also 32 durch 4, also ein Viertel davon sind 8 und deshalb benötige ich hier insgesamt 8 Nupsis. Im Moment habe ich noch 7. Ich muss noch die Rückreihe stricken und dann habe ich meine 8 Nupsis oder 8 Perlen sozusagen zusammen, die ich benötige. Und es geht jetzt darum, dass ich euch noch den nächsten Schritt erkläre, den ich jetzt mache. Und zwar teile ich in der nächsten Reihe die Maschen in 3 Teile auf. Die Anzahl der Maschen 32 ist ja leider nicht durch 3 teilbar, dass es eine glatte Zahl ergibt. Das wären dann entweder 10, 10, 10 wären 30 oder 11, 11, 11 wären 33. Also ist das mit 32 nicht ganz so einfach. Kann man sich aber einfach machen. Wichtig ist, dass die linke Seite und die rechte Seite, die müssen unbedingt jeweils die gleiche Maschenanzahl haben. Das heißt, ich mache links 10, rechts 10 und in der Mitte belasse ich es bei 12 Maschen. Dafür habe ich mir hier schon, damit ich das besser einteilen kann und sichtbar für mich einteilen kann, hier 2 Schlaufen gemacht als eine Art Maschenmarkierer in einer anderen Farbe. Die werde ich gleich, ich werde es euch zeigen, hier dann, während ich die letzte Runde oder die letzte Reihe stricke, hier an passender Stelle überstülpen. Natürlich kann man auch diese Plastikmaschenmarkierer nehmen, aber die tun da manchmal so ein bisschen weh oder sind unangenehm, wenn man die dann, wenn man hier so die Nadel anfasst. Und deshalb nehme ich am liebsten, wenn ich das hier mitten in der Reihe oder in der Runde mache, lieber andersfarbige Wolle, um das besser zu sehen. Dann kann man hier besser zugreifen und nichts prickt und nichts tut weh. So, die letzte Rückreihe beginne ich natürlich auch hier wieder mit einer rechten Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. So, jetzt nehme ich den ersten, sage ich jetzt mal Maschenmarkierer. Stülpe ich hier auf die rechte Nadel. Und dann geht es weiter. Jetzt zähle ich 12 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, und jetzt nehme ich den zweiten Maschenmarkierer, den selbstgebastelten sozusagen, und stülpe ihn wieder auf die rechte Nadel rüber. Und jetzt stricke ich die anderen Maschen ab. Und das ist am besten, wenn man das in der letzten Rückreihe macht, damit dann im nächsten Schritt bereits alle Bereiche abgeteilt und abgetrennt sind und markiert sind. Jetzt brauche ich die Maschen nicht mehr zählen. Es ist ja klar, dass das jetzt hier 10 sind. Die letzte Masche wieder mit einer rechten Masche stricken.
Und dann haben wir diesen Teil auch erledigt. Und jetzt zeige ich euch gleich im nächsten Schritt, wie es weitergeht. So, wie ihr seht, habe ich mich schon wieder vorgearbeitet bis zur Mitte der Reihe und habe dann an entsprechender Stelle den Markierer einfach auf die andere Nadel rübergeschoben, damit ich dann weiter stricken kann. Und ich stricke jetzt hier in dem mittleren Teil bis zur letzten Masche. So, hier ist die letzte Masche vom mittleren Drittel. Die hebe ich einfach nur ab. Dann nehme ich ganz kurz den Maschenmarkierer runter, schiebe die Masche wieder auf die andere Seite rüber und stricke die beiden Maschen rechts zusammen. Danach kommt der Maschenmarkierer hier wieder drauf und ich stricke bis zum Ende der Reihe. Entschuldigt bitte das Geklapper. Ich kann das leider nicht abstellen im Hintergrund. Das sind die Nadelspitzen, die hier auf dem Tisch auftauchen oder auftreffen. So, die Arbeit wenden. Dann auch hier wird weiterhin mit der rechten Masche am Anfang und am Ende gestrickt. Ich arbeite mich jetzt entsprechend mit linken Maschen vor, dass ich am nächsten Punkt, bis ich zum nächsten Punkt angelangt bin, wo ich euch den nächsten Schritt zeige. So, jetzt wird hier, könnt ihr sehen, den Maschenmarkierer einfach rübergeschoben auf die andere Seite. Ich muss das hier ein bisschen drehen, so damit das auf diese Seite rüberbimselt, hier vor mir. Dann kann ich besser weiter stricken. So, wir stricken bis zum nächsten Markierer, beziehungsweise bis zu der letzten Masche des mittleren Drittels, genauso wie wir es eben auch gemacht haben. So, jetzt haben wir hier die letzte Masche des mittleren Drittels, die hebe ich ab. Dann lasse ich wieder den Maschenmarkierer hier runtergleiten, den brauche ich jetzt erstmal nicht, schiebe die Masche hier wieder rüber. Und dann stricke ich die beiden Maschen links zusammen. Dann tue ich den Maschenmarkierer hier wieder drauf, damit ich immer weiß, wo die Markierung ist, wo das Drittel aufhört, das mittlere Drittel. Und dann stricke ich ganz normal die Reihe bis zum Ende und beende auch hier wieder mit einer rechten Masche. Ich erkläre das nochmal gleich zusammengefasst. So, also, wir stricken immer beim letzten Drittel, egal von welcher Seite wir kommen, bis zu der letzten Masche. Die heben wir ab, dann kommt der Maschenmarkierer vorübergehend weg, dann schieben wir die wieder zurück und stricken die beiden Maschen rechts zusammen. Dann wieder ganz normal bis zum Ende stricken, dann wenden wir und auch hier stricken wir bis zur letzten Masche des mittleren Drittels. Bis hierhin. Dann heben wir die ab, der Maschenmarkierer wird erstmal fallen gelassen, wir schieben die Masche wieder zurück, stricken die beiden links zusammen, dann kommt der Maschenmarkierer wieder drauf und wir stricken bis zum Ende der Reihe. Und das mache ich jetzt erstmal weiter, bis hier sämtliche Maschen auf diesen beiden Seiten der äußeren Drittel weg sind, bis die zusammengestrickt sind. So, ich bin jetzt hier in der vorletzten Reihe angekommen, ziehe mich am Ende, hebe hier die letzte Masche ab, beziehungsweise aus dem mittleren Drittel,
kann dann den Maschenmarkierer runternehmen, weil es ist hier nur noch diese eine Masche. Die beiden stricke ich rechts zusammen ab. Und dann brauchen wir natürlich den Maschenmarkierer auch nicht mehr drauf machen. Den brauchen wir für diese Ferse nicht mehr. Und jetzt mache ich hier nochmal den letzten Schritt in der Rückreihe mit einer rechten Masche am Anfang und dann durchgehend linke Maschen. Jetzt habe ich hier die letzte Masche vom mittleren Drittel, die hebe ich ab, wie immer. Dann schiebe ich den Maschenmarkierer runter, kann den auch zur Seite tun, für diese Ferse brauche ich ihn nicht mehr. Dann stricke ich die letzten beiden Maschen links zusammen und dann habe ich diesen Teil für die Ferse fertig und kann euch gleich den nächsten Schritt erklären. So, wir haben jetzt die Fersenwand, hier unten diesen Teil, und die Rundung, diesen Teil, fertig gestrickt. Und jetzt geht es darum, dass wir uns nochmal mit diesen Nupsis hier auseinandersetzen, denn hieraus müssen wir jetzt neue Maschen aufnehmen. Und ich schiebe jetzt mal die Maschen alle in diese Richtung, dass wir möglichst nah an den Rand kommen, weil ich jetzt mit der Nadelspitze hier aus diesen einzelnen Nupsis Maschen aufnehmen werde. Und zwar steche ich hier durch jedes einzelne Nupsi oder Perle, ne, kann man ja auch sagen. Aber ich sage ganz gerne Nupsi, ich mag das Wort. Es ist ein bisschen Prokelarbeit, das gebe ich zu. Aber wenn man den Kniff erstmal raus hat, dann geht es eigentlich ganz zügig. So, das gleiche mache ich jetzt, wie gesagt, bis ich hier unten angekommen bin, mit jedem weiteren Nupsi immer hier wieder durchstechen und nochmal durchstechen und nochmal durchstechen, bis ich hier durch jedes Nupsi gegangen bin und hieraus Maschen aufgenommen habe. Das gleiche mache ich hier auf der anderen Seite, dann aber mit dieser Nadelspitze. Also, alle Maschen aufnehmen mit dieser Nadel zu dieser Seite. Und wenn wir gewendet haben, nehme ich mit dieser Nadel dann die Maschen auf dieser Seite auf. So, das Ganze sieht dann jetzt hier auf den Crazy Trio Nadeln so aus. Wenn ihr mit dem Nadelspiel strickt, dann könnt ihr natürlich gleich alle zugenommenen Maschen oder neu aufgenommenen Maschen durch diese Perlen auf die eine einzige Nadel so drüber ziehen oder aufnehmen. Ich habe das jetzt auf beide Nadeln hier verteilt. Es ist aber so, dass ich die neu aufgenommenen gleich hier mit drüber stricken werde. Also ich werde jetzt eine Runde von hier an mit rechten Maschen stricken, auch die neuen Maschen, alles rechte Maschen und zusehen, dass die neu aufgenommenen dann hier wieder mit drauf kommen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier einmal eine komplette Runde mit rechten Maschen gestrickt, habe aber, wie eben angekündigt, noch nicht die Maschen, die aufgenommenen, von der zweiten Nadel hier auf die erste rübergenommen. Das werde ich im Laufe der Zeit noch klären, sozusagen. Ich muss noch vorweg einen anderen Schritt machen. Und zwar habe ich ja hier am Anfang direkt noch die Maschen aus dem ersten Drittel, wo wir ja links und rechts eben noch die anderen Maschen Stück für Stück abgenommen haben. Und hier brauche ich die Mitte, die Hälfte. Und ich habe ja hier bei mir, wie gesagt, die 12. Deshalb stricke ich jetzt erstmal 6 Maschen ab.
kommt ein Maschenmarkierer drauf nochmal. Und dann stricke ich nochmal eine Runde rechte Maschen. Ich bin jetzt hier auf Nadel 2 und habe jetzt hier meine 32 Maschen gestrickt, die ja bislang auch zum Bündchen gehört haben. Bin jetzt hier bei den neu aufgenommenen Maschen und die will ich abtrennen bzw. gesondert markieren, damit ich ganz genau weiß, dass das diese neu aufgenommenen Maschen sind. Und deshalb kommt hier auch nochmal der Maschenmarkierer zum Einsatz. Und stricke hier nochmal alle Maschen rechts. Und zeige euch dann gleich, wie es weitergeht. Und jetzt geht es um die Abnahmen, denn wir haben ja jetzt, dadurch, dass wir durch diese Nupsis ja noch ganz viele Maschen aufgenommen haben, mehr Maschen, als wir ursprünglich eigentlich benötigen. Und deshalb müssen wir jetzt Abnahmerunden stricken. Und das machen wir wie folgt. Ich hoffe, es treibt euch nicht ganz so sehr in die Irre mit den Hintergrundgeräuschen, was die Nadeln hier auf dem Tisch machen. So, ich versuche das hier mal ein bisschen anzuheben. Ist vielleicht besser. So, ich stricke jetzt erstmal, bis ich bei den letzten Maschen dieser Nadel angekommen bin. Bei den letzten drei Maschen. Denn die vorletzte und die drittletzte Masche, die werden jetzt zusammen rechts abgestrickt. Also hier sind die letzten drei Maschen und die vorletzte und die drittletzte werden rechts zusammen abgestrickt. Huch. Das machen wir in jeder Runde jetzt. Immer an dieser Stelle, immer die drittletzte und die vorletzte Masche werden hier an dieser Stelle rechts zusammen abgestrickt. Dann gehe ich hier auf die andere Nadel und stricke bis zum Markierer rechte Maschen, beziehungsweise wenn ihr ein bestimmtes Muster strickt, strickt ihr in dem Muster. So, der Maschenmarkierer wird rübergeschoben, dann noch eine Masche gestrickt, denn die zweite und dritte Masche werden jetzt rechts zusammengestrickt. Und dann wieder bis zum Nadelende ganz normal weiter stricken. Und das macht ihr jetzt in jeder Runde auf Nadel 1. Die vorletzte und drittletzte Masche rechts zusammenstricken und auf Nadel 2 strickt ihr dann nach dem Markierer, wo die neu aufgenommenen Maschen sind, eine Masche und dann die zweite und die dritte werden dann jedes Mal rechts zusammengestrickt. Und zwar macht ihr das so lange, bis ihr wieder die ursprüngliche Maschenanzahl habt. Die werden natürlich hier mitgerechnet bei Nadel 1. Die kommen später rüber, wie ich es euch schon angedroht habe. Und ja, ich stricke jetzt erstmal, wie gesagt, weiter, bis ich hier insgesamt mit diesen Maschen von der Markierung an
diese hier und diese hier auf Nadel 1 zusammen 32 Maschen ergeben, die ich ja für meine Größe benötige. Wenn ihr mit einer anderen Ausgangsmaschenanzahl angefangen habt, natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel 20 Maschen habt für eine kleinere, für Kindergrößen oder so, die ihr auf einer Nadel habt, dann müsst ihr so lange diese Maschen zusammen mit diesen Maschen immer wieder stricken mit den Abnahmen, bis ihr hier dann nur noch diese 20 Maschen mit denen hier zusammen habt. Ich stricke jetzt erstmal vor und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier an dem Punkt, wo ich die allerletzte Masche gleich abnehmen werde. Ich bin hier auf Nadel 2 und genau, stricke jetzt hier die eine Masche rechts ab. Dann kann ich den Maschenmarkierer auch entfernen, weil ich benötige ihn nicht mehr, weil ich ja jetzt weiß, es ist eh die letzte Masche, die abgenommen wird. Eine Masche rechts, dann die Abnahme, beziehungsweise bevor ich nehme das nochmal zurück, damit hier alle Maschen zusammengehören, die ich jetzt hier habe. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alle Maschen, die zu der ersten Nadel noch gehören. Weil hier war ja eben der Maschenmarkierer. Das ist ja die erste Masche von diesen neu aufgenommenen, die ich ja rechts stricke. Und danach die zweite und dritte werden abgenommen oder zusammen rechts abgestrickt. Aber es geht ja noch darum, dass ich diese Maschen jetzt auf die erste Nadel schiebe. Das wollte ich jetzt vorweg noch machen, damit die wieder alle zusammengehören, damit hier wieder 32 Maschen insgesamt auf der Nadel sind. Und damit ich dann ganz normal den Fuß stricken kann und auf beiden Nadeln die gleiche Anzahl an Maschen ist. Und ich muss die Maschen rüberschieben, bevor ich sie stricke, weil der Arbeitsfaden ist ja hier an diesem Punkt und sonst kann ich hier nicht stricken. So. Und jetzt muss ich noch, wie gesagt, die letzte Abnahme machen. Die erste Masche rechts stricken. Die zweite und dritte Masche rechts zusammenstricken und dann haben wir es auch schon. Dann kann hier die ganze Reihe oder die ganze Nadel 1 mit rechten Maschen abgestrickt werden. Und dann ist der Teil für die Ferse auch schon fertig. Und die runde Ferse ist gestrickt. Jetzt folgt dann der Fuß. Je nachdem, ob ihr ein bestimmtes Muster habt, später die Spitze. Aber jetzt hier für diesen Teil ist jetzt erstmal die runde Ferse erklärt. Die ist fertig. Und ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und habt alles gut verstanden. Falls noch mal eine Frage übrig sein sollte, das bekräftigt auch gerade mein Kater im Hintergrund, dann könnt ihr auch gerne diese Frage in meiner Facebook-Gruppe hinterlassen. Den Link hinterlasse ich euch auch dazu in der Infobox unter diesem Video. Und dort kann man rund um die Uhr natürlich alle möglichen Fragen stellen, nicht nur zum Häkeln, sondern auch zum Stricken. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch diese runde Ferse nahebringen konnte und gut erklären konnte. Und wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wenn ich euch andere Dinge erkläre und zeige und Anleitungen mit auf den Weg gebe. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen kreativen Strickspaß und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!